Wish I could sleep for an hour or so. I'm cold and a little wired. Das ist unser Barney. Nee, Biggie heißt er. Unser Onkel. Das bin ich. Howdy Leute, willkommen bei mir auf dem Kanal und bei einem neuen Projekt bei uns. Barnfinders heißt es und es ist ein Spiel, das ihr vergleichen könnt mit einer TV-Serie, die ich momentan gerade nicht weiß, wie sie heißt. Aber da gibt es Leute, wo quasi Antiquitäten und sonstige Sachen suchen gehen oder Häuser kaufen und dann mit dem ganzen Inhalt und die Sachen dann restaurieren oder putzen oder dann weiterverkaufen oder für irgendjemanden einen Auftrag bekommt, der sucht was und du gehst auf die Suche nach dem, kaufst Garagen mit dem gesamten Inhalt, wo du nicht weißt, was es ist und so weiter. Also es gibt so eine gewisse Serie, ich weiß auch gerade nicht wo genau, aber ich habe es auch schon gesehen. Und ja, das ist spieltechnisch so ungefähr was Ähnliches, oder nicht was Ähnliches, sondern was Cooles. Also ich sage dem mal ein 3D-Wimmelspiel. So kommt es mir auf jeden Fall vor, aber wir erstellen jetzt einen Charakter. Der kommt mir doch am ähnlichsten. Passt doch, oder? Die Mitte fehlt noch, aber das na, barttechnisch und so weiter könnte das schon hinhauen. Und gesichtstechnisch auch. Und Hut trage ich normalerweise auch in der Öffentlichkeit. Also, ja, könnte doch hinpassen, ne? Das Mund kriege ich nicht so hin, wie es auf dem Bild ist, aber... Ja. Nee! Okay, nee, ich nehme den. Und Dude heiße ich sicher nicht, denn ich heiße Drantu. Drantu. Maximum mal 15 Zeichen. Drantu. Nee, Drantu. Jo. Gut, dann wollen wir mal. Neues Spiel. Are you sicher? Yes. So. Ich blende mich mal schnell aus. Wish I could sleep for an hour or so. I'm cold. Das ist unser Barney. Nee, Biggie heißt er. Unser Onkel. Das bin ich. Barnfinders. So,
Irgendwo in Amerika, 1991. Mit dem echten Amerika hat und doch irgendwie mit der allem anderen auch noch. Wach auf, Jürgen, unser Generator ist im Eimer. Komm schon. Hol die Batterie aus unserem Truck und repariert den Generator und den Scheiß, sonst hätten wir keinen Strom. Lass uns ranklotzen. Los, unser Urlaub wartet. Wir brauchen Kohle. Ja, ist gut, Onkel. Was haben wir denn für Zeit, Mensch? Hallo und herzlich willkommen. So, ich stehe auf dem Bett. Willkommen im Spiel. Toilet Papers. Aha. Ja, heute ganze Mode. So, wir können hier eigentlich mit ziemlich viel interagieren und müssen Sachen sammeln. Zum Beispiel eine Comic-Seite. In erster Linie, wo ich das gespielt habe und Tive vorhin noch gespielt habe, habe ich gemeint, ja, ich muss hier jetzt ausrauben. Oh, nix drin. Oh, kommt jemand? Nein. Nein, aber es ist ziemlich cool aufgebaut. Und wir können Geld verdienen, indem wir Schrott verkaufen. Nein, also hier können wir den Müll entsorgen, dafür bekommen wir Geld. Und wir können so ziemlich mit so viel hantieren. Wir können den Sessel zum Beispiel hier woanders hinstellen. Rotieren können wir nur. Der steht aber jetzt. So. Rotieren können wir nur auf eine Seite. Licht anmachen können wir hier. Control. Aha. Aha. Ah ja. Das ist neu. Habe ich noch nicht gesehen. So, wir können hier unsere Oma anschauen. Oder wer auch immer das ist. Stellen wir wieder hin. Das ist Schrott, den können wir dann einmal irgendwann mal, wenn wir eine Axt haben, verhauen. Hier haben wir einen Eimer. Irgendwo habe ich doch hier noch. Naja. Bierflaschen von unserem Onkel Billy. Ja, ja, Billy. Und dann mal ab und zu einen Kaffee. Hä? Ja, ja. So, alles mal hier aufräumen. Abgelaufenes im Kühlschrank. So. Naja. Ah, so, jetzt könnte man sich's leben lassen hier, wohnen lassen. Hol die Batterie von der Ladefläche eines Fahrzeuges. Lege sie in den Generator ein. Such mit Hilfe deines Computers nach Aufträgen und reise durch ganz Amerika. Jo, machen wir. So. Das ist unsere Bude. Janitor. Hier liegt auch Müll rum. Heieiei. Unglaublich. Hier Müll. Und warum Howdy? Weil das passt doch zu diesem Spiel ganz gut. Denn wir sind hier auf einem halben Bauernhof. Ein Huhn haben wir auch. Ne, zwei. Oh, Moment. Und das Blöde ist, wenn man jetzt... Wir können die Hühner killen. So, das wäre ein Huhn. Ich wollte eigentlich nur hochhalten. Blöderweise ist es jetzt tot. Vielleicht lebt sie noch. Vielleicht. Haben wir irgendwo einen Deich oder so? Ne? Man kann es rumwerfen, wie man will. Das kommt nicht mehr zum Leben. Scheiße. Ja, das ist unser Billy. Sammle etwas mit, wir bekommen Geld dafür. Was für ein Lacher. Okay. Ja, das ist unser Anwesen. Das ist unser Truck. Mit dem gehen wir auf Reisen. Und hier haben wir eine Batterie. Genau. Zack. Hier können wir quasi die Sachen ausladen. Funktioniert das? Ne, mit der Batterie funktioniert es nicht, weil die brauchen wir ja noch. Und zwar für den Generator, den wir hier haben. Ja, super, wir haben Strom. Generator, sogar beleuchtet. So,
Hier haben wir noch Müll. Und, ah, da fällt mir gerade noch ein, ich muss mal schnell auf die Toilette. Also bitte mal schnell wegschauen. Entschuldigung. Excuse, ich habe ein bisschen Dünnpfiff. Aber danke, dass ihr weggeschaut habt. Ja. So, also eben, man kann so ziemlich alles aufmachen und schließen und so weiter. Nee, nicht ganz, aber. Das ist eine Working Station, die wir noch upgraden müssen für Geld. Das ist unser Shop. Rain Garland. And Play White Moon. Okay. Keine Ahnung, von wo das die Bilder stammen. Ist okay. So, dann haben wir hier noch ein Sammelexemplar. Schrott, Schrott, Schrott. Schrott, Schrott. Score. Tucker, 10. Uncle B, 69. 7. Enois, 13. Sebastian, 1. Trantu, 0. Ich bin nicht wirklich gut. Also ich bin schon gut, aber in dem hier bin ich nicht so gut. Also in Wirklichkeit hätte ich jetzt dann Korbleger und so weiter gemacht. Aber ist nicht einfach. Na gut, in Wirklichkeit spiele ich auch so. Ich triff auch nichts mehr. Hab zwar früher noch recht oft Basketball gespielt. Ja, super. Naja, wir versuchen es mal. Achso. Wie soll man denn da bei der Musik noch... Jetzt läuft es aber gut, ne? Oh, fuck. Was hätte ich nichts gesagt. So, wir versuchen mal einen Korbleger. Ei, scheiße. Der wäre fast... Oh Gott. Oh, fast. So, wir bescheißen. Oh. Und tschüss. Oh. Ah, Mist. Aber 5, ne? Nicht schlecht. Oh, was bekommen wir? Das ist so ein Saufgelagere hier. Müll. Müll bekommen wir. Okay. Ja, also ihr seht, Basketball spielen können wir auch. Oh, ein Huhn. Lebt das andere wieder? Wahrscheinlich, ne? Oder momentan haben wir nur einen Huhn. Oder vielleicht lebt es auch. Naja. Ups. Entschuldigung. Barnfinders wanted to buy stuff by boy. Verdammt. We have stuff. Barnfinders. Eine deutsche Nummer. Ruf bitte mal an. Uncle Billy rocks. Ich weiß nicht, ob sie geht, aber es würde mich nicht verwundern. Oder es wäre cool, wenn die Entwickler quasi ihre Hotline hier angegeben hätten. Ne? Kommt aber auch keiner auf die glorreiche Idee, wirklich in dem Spiel hier oder allgemein in den Spielen auf die Nummern anzurufen, die in dem Spiel da sind. Das ist gut, manchmal sind, also meist sind es eigentlich einfach nur Fantasienummern, aber es wäre doch so ein Easter Egg, wo quasi eine Nummer von dem Entwickler wäre und wenn du da anrufst, bekommst du einen kleinen Bonus. So, die brauchen wir zum Reisen. Und diese Station, das sind auch welche zum Upgraden. Reparaturstation und Assembly Station. Hier würden unsere Autos dann da sein. Und ich weiß, dass ich irgendwo noch irgendwas rumhängen habe.
Sachen zerschlagen und mit dem Hammer reparieren. Such es. Ja, das macht Spaß. Jo, Billy, danke. So, das ist unser Shop. Hier haben wir Regale zum etwas zu zum Verkauf anzubieten. Das ist auch zum Upgraden. Hier haben wir noch regulär, bla bla bla. Also wirklich eine Scheiß. Ein Scheiß Laden haben wir hier. So. Hier können wir noch den Laden upgraden dann, wenn wir dann Geld haben. Hier haben wir noch Radio. Und eine Bierdose hier. Hey, hey. So. Hier haben wir eine Karte. Ich habe, glaube ich, irgendwo noch was vergessen. Oder ist das nicht immer? Ist das im Spiel nicht immer gleich? Das könnte natürlich auch sein. Naja. So. Hier ist der Eingang des Ladens. Aber den schließen wir jetzt wieder. Wir haben ja nichts zum Verkaufen. Hier machen wir auch mal zu. Es zieht. So. Dann werden wir hier in unserem Laden, Radio haben wir gehört, oder eben nicht. Kann ich dieses Licht auch anmachen? Ja, geht, aber jetzt ist es zu hell, ne? So, na, jetzt kann ich es nicht mehr ausmachen, so. Das hier ist der MIKKO Shop. Welcome to Miko Shop. Okay, es heißt Miko, nicht MIKKO. Ja, hier haben wir etliche Sachen, die wir brauchen, um irgendwie Ressourcen zu finden, also zu bekommen, um Reparaturen zu machen. Aber dazu später. Und natürlich brauchen wir auch ein Werkzeug, um die Sachen zu upgraden. No returns. Nö, will ich nicht. So, und das ist unser hochmoderner Computer. Wir schauen mal, was da drin ist. Genau. Ein Pferd. Okay. Comic. Buch. Also wir finden Seiten in dem Spiel und können dann so quasi das Comic. Ups. Ein Comic zusammenstellen. Ist auf Englisch. Hier haben wir den Katalog von Gegenständen. Und zwar können wir hier Gegenstände freischalten. Diese von Miko hergestellte Batterie wurde ausschließlich für den Betrieb von Miko-Generatoren entwickelt. Okay, ich weiß noch nicht genau. Okay, da hältst du ein kostenloses Fahrzeugskin. Achso, okay. Ja, wir können also hier. Haben wir ja verschiedene Marken bzw. verschiedene Sachen. Und wenn wir das voll haben, kriegen wir ein Fahrzeugskin. Ja, für jede. Das Fahrzeug ist im Weg, ne, liebe Entwickler. Okay, ne? Okay. Jo, dann haben wir hier den Bahnhub. Das brauchen wir dann, um zu reisen. Momentan können wir nirgendwo reisen, weil. Genau, wir haben keinen Grund zum Reisen. Das ist Amerika. Okay. Mit UFOs. Gut, dann haben wir hier die Mails. Hier bekommen wir unsere Aufträge vom Mike Kornhauler. Haben wir zum Beispiel jetzt einen. Ein frecher Hirsch für eine Freund. Hallo Bornefinders, könnt ihr einen alten Freund helfen? In der alten roten Scheune soll noch ein forscher Hirsch ein frischer Hirsch sein. Vielleicht könnt ihr den für mich suchen. Ich lasse dafür euch Kohle springen. Danke, Mick. Ja, also der verlangt von uns, dass wir zu der alten roten Scheune gehen und da nach einem Hirschkopf Ausschau halten. Der sieht so aus. Machen wir, das ist eigentlich unser erster Auftrag, wo wir auch die ersten Gegenstände dann finden werden.
die wir zum Verkauf anbieten können. Dann haben wir noch so allgemeine Mails von Miko Erz, Recycling für Amerika. Wir von Miko sorgen uns stets um unsere Umwelt. Wir haben ein neues Recycling-System entwickelt und möchten Amerika in eine saubere Nation verwandeln. Machen Sie mit, schicken Sie uns so Müll zu uns. Ne, schicken Sie unser Müll aller Art und erhalten Sie dafür ein bisschen Geld. Wir nehmen aber nicht alles. Bitte rufen Sie unsere Hotline an, um weitere Informationen zu erhalten. Die sollte funktionieren. Ich habe die Hotline leider nicht und kann darum auch nicht anrufen. So, dann hätten wir noch ein virtuhotsuska@.com Doc Corps Live. Gewinnen Sie eine Eintrittskarte für die auf einer Comics-Vorlage basierende Top-Film-Produktion Doc Corps. Ein Kinoerlebnis mit Biss. Worauf warten Sie noch? Klicken Sie hier. Hier. Geht nicht. Kann ich leider nicht mitmachen. Schade eigentlich. Ich wollte doch gerne ins Kino. So, da hätten wir noch einen Winnie at Booney. Vergrößere Sie ihn jetzt. Für alle Nicht-Minderjährigen nicht schauen. Nein. Ihn größer zu machen ist kein Hexenwerk. Probieren Sie unsere Winnie Booney Energy Pillen aus, die ab sofort erhältlich sind. Mehr als 18.985 amerikanische Männer sind begeistert von ihrem Winnie-Wachstum. Registrieren Sie sich heute online, um eine Gratisprobe zu erhalten. Und wo soll ich mich da registrieren? Also nicht, dass ich Interesse hätte, aber ihr seht schon, das Spiel kommt schon ein bisschen versaut daher. Und da stellt sich für mich die Frage, ist dieses Spiel erst ab 18? Ich weiß es nicht. Ich habe nirgendwo gesehen, dass es eine Altersbegrenzung 18 wäre. Aber ist okay. So, dann hatten wir noch eine Mail von Miko. Hallo, alter Bastard. 345. Vielen Dank dass Sie at FarmMilfs, einen Tochterunternehmen von Miko, als Kunde die Treue halten. Als Zeichen unserer Dankbarkeit schenken wir Ihnen einen kostenlosen Gutschein, mit dem Sie unsere Mikroprodukte herunterladen können, sobald er verfügbar ist. Ja, ihr seht schon, das sind alles noch alte Mails von unserem Onkel Billy. Das hat nichts mit uns zu tun. Ich distanziere mich davon. Ja, okay. Dann wollen wir hier diesen Job annehmen. Job started, weise zu den roten Scheune. Genau. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich denke mal, für den Auftakt war's das. Danke fürs Zuschauen und bleibt dran, denn Barnfinders wird weitergehen. Ich mache mal 10 Folgen und dann schauen wir mal, wo wir da stehen, was wir noch entdecken können im Spiel oder ob wir da schon alles entdeckt haben. Wir werden sehen. Bis dahin. Tschüss, ciao, ciao. Bleibt tapfer und bleibt mir treu.